bestimmt gleich gut über die Mitte. Ich kann sie als alter Mann für Rentner-Einkäufe. Sie kann sie auch nur mit einem. Aber Sie haben nur Toastbrot? Was haben Sie erzählt? Ich wollte eigentlich erzählen, was wir machen, aber jetzt habt ihr nur gesehen, wie die Mira mich mit Schnee abgeworfen hat. Ja, wir wollen einkaufen. Hey! Oh, Mann! Und auch noch in den Hals rein. Plötzlich liegt meine Brille auf der Sitzfläche der Sissel. Na, Fadi, das waren die Außerirdischen. Mit Sicherheit. Siehst du wohl. Herzlich willkommen zu einem weiteren Classic Männer Vlog bei mir auf dem Kanal. Ich begrüße euch. Wir sind heute unterwegs. Ich habe mir mal überlegt, wir drehen das Opening vor der Tür. Und hi. Mira ist auch dabei. Es schneit ganz, ganz komisch. Und wir haben vergessen, wo wir unser Auto geparkt haben. Ich weiß. Oh! Hast du mich gerade versucht abzuwerfen? Ja, ich bin wirklich mies im Werfen. Das ach, da haben vorne. Wir in der Schule schon festgestellt. Da vorne haben wir geparkt. Ich hab's gefunden im Augenwinkel. Ich war mit. Ah! Ihr habt es alle gesehen. Ihr habt es alle gesehen. Ja. Oh, wie du lachst da drüber. Wie du lachst da drüber. Habe ich jetzt Schnee am Rücken? Nein. Es ist unfassbar. Ja, wir müssen. Ich hab dich lieb, Schatz. Ich habe ein bisschen ich mein armes linkes Auge. Bevor ich mich in mein Auto setze. Ja, kannst du das machen, bitte? Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich werde hier abgeworfen. Meine Damen und Herren, Hilfe! Hilfe! Nein, hört's auf! Ich will das nicht! Bitte! Das kannst du keinem erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, was wir machen, aber jetzt habt ihr nur gesehen, wie Mira mich mit Schnee abgeworfen hat. Ja, wir wollen einkaufen. Hey! Oh, Mann! Und auch noch in den Hals rein. Ich wollte sagen, mein Auge tut weh, aber jetzt tut mir auch mein Hals weh. Frau, jetzt hör auf bitte. Setzen Sie sich rein. Ich kann so nicht arbeiten. So, wir wollten einkaufen fahren und zwar zum Rewe, denn das hatten wir schon in Instagram erzählt gehabt und glaube im letzten Video von der Mira. Es gibt so eine coole Payback-Sofort-Geld-Zurück-Aktion. Man kriegt wie viel Prozent seiner Payback-Punkte? 20%? Wie viel? Ja, das ist schon vorbei. Ach so, naja, wir kriegen auf jeden Fall Rabatte. Also dann weiß ich es nicht mehr. Wir wollten auf jeden Fall zu Rewe fahren und wir haben nämlich ganz viele Gutscheine auch in der App aktiviert, weil wir Payback nutzen wollten. Und der Fati hatte mich ja vor 3 Tagen zum Einkaufen geschickt. Da war ich für ihn schon unterwegs und er hat keine Milch mehr. Das heißt, wir holen für den Fati heute noch Milch. Und jetzt muss ich erstmal das Auto sauber machen, dass ich hier fahren kann. So, wir sind beim Rosenthal Center jetzt angekommen. Hier ist auch der Rewe, da ist die Mira. Und unter dem letzten Video hatte ich Kommentare bekommen gehabt, hey, was ist denn das für eine Tasche, mit der Fati mich immer ärgern möchte? Ich habe die gar nicht gezeigt. Hol ich in diesem Video nach. Das ist diese hier. Das ist eigentlich, ihr seht das, hier, Bauer Milchkanne. Da kann man eigentlich so 6 so eine Milchflaschen oder so eine Vollmilchtüten reinmachen. Und der Vater macht da seine leeren... Das ist doch für Bier, oder nicht? Ja, genau. Der Vater, der macht da seine Bierflaschen rein und seine Wasserdinger. Und ich mag diese Tasche überhaupt nicht. Die ist unhandlich und man muss in jedes Ding einzeln reingreifen. Und meine Hände sind doch so groß. Ich möchte doch nicht immer in diese Fummelei da haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Danke, Vati, ja? Dankeschön. Super Punkte, Tag bei Rewe. Und wir haben jetzt, du musst es mal erklären, wir haben jetzt eigentlich Geld. Haben wir nur 2 Euro bezahlt. Genau, wir haben aber nur 2 Euro bezahlt. So, wenn wir ehrlich sind. Ja. So, ich hab den Kassenbon. Du musst ein Foto einblenden. Also Payback-Punkte haben wir gekriegt, 948 auf diesen Einkauf. Ja. Das kann man hier nachvollziehen. Also 948 Payback-Punkte haben wir generiert. Gezahlt haben wir 11 Euro. Ja. Läuft auf jeden Fall. Nee, also gekostet hat der Spaß 46, 35 hatten wir die Gutschrift und wir mussten extra warten, dass 20% Cashback ist, wenn man das in Coupons umwandelt. Also ich habe 35 Euro umgewandelt und kriege darauf 20% aber Cashback. Ja, das war das Wichtige, dass wir auf diese Situation gewartet haben. Und heute ist Superpunktetag, das heißt 10-fach Punkte auf alles, das heißt 10% reduziert, theoretisch, ne? Ja. Wenn man das sich umrechnet im Kopf.
Das heißt, wir haben jetzt an diesem Einkauf in Form von Payback-Punkten 9,48 Euro eingenommen. Ja. Wir sind einkaufen gegangen und haben 9,48 Euro bekommen. Genau, ich kann jetzt einfach wieder in Rewe Guthaben umwandeln. Das ist total geil. Wir haben dreimal Wasser gekauft, weil Wasser ist richtig und wichtig. Genau, ich wollte euch den Einkauf also jetzt auch noch mal kurz so zeigen, was so, wir haben. Ja, 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 ja. Die das packen schon eine, sie können Achso, nee, also wir haben hier einmal Amerikasaft für Peter. Das, eigentlich wollte er den Männersaft haben. Da steht extra drauf für den Mann, da ist so ein Männersymbol drauf, ja. Aber er kriegt jetzt Eisen Plus. Der kostet 2,19 der Saft. Genau, dann so, haben wir einmal Blattspinat haben wir gekauft. Den gibt es heute in der Buddha-Bohne. Es ist auch Bio-Blattspinat, ja? Gab es nicht normal. Also der kostet 1,19 für 100 Gramm frischen Spinat. Ich mache die Buddha-Bohne mit rote Beete und Ei heute. Wird fantastisch vegetarisch. Ich habe hier Landschinken mir geholt, luftgetrocknet mit wenig Fettrand. Da müsst ihr auch immer drauf achten. Der Trick ist, hinten nicht so viel Fettrand dran zu haben. Dann ist das gut. So, das kommt davon. Jetzt komme ich Karottensaft mit Honig, ja. Also Direktsaft. Habe ich wieder Bock drauf und rote Beete-Saft, das sind jetzt zwei Kartonverpackungen. Die hatten das auch in Glasverpackungen, aber die waren doppelt so teuer. Und, die waren vergoren. Beim rote Beete-Saft, der war vergoren. Also ganz ehrlich, also nur Front, aber ihr füllt es immer den frischen ab, ne? Und irgendwann so der letzte Schmuckrest, aber der ist vergoren. Scheiß drauf, machen wir jetzt vergoren auf die Packung und füllen das auch noch ab. So, so schmeckt es jedenfalls. Mhm. Und deswegen, ja, sonst hätte ich mich für die Glasflaschen entschieden. Und was ich noch wollte, ist mal Frischmilch, mich für die 3,5er entschieden, die ist teurer als die fettreduzierte. Und einmal Joghurt, denn wir wollten einmal Frankfurter grüne Soße machen. Ich habe die Kräuter schon zu Hause. Ja, die haben wir bei der Metro gekauft. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, Foodhaul von der Metro gibt es bei Colinas Küche. Ja? Richtig. Und ich wollte Joghurt selber machen und da in die Soße kommt ein bisschen Joghurt rein. Genau, was haben wir hier noch geholt? Vegan machen, aber so. Weil da Ei dran ist, macht es ja alles. Ja. Jenny, ich habe mir viermal Jever Fun mitgenommen. Ja? Viermal alkoholfreies Bier. Ja, für mehr Spaß. Für mehr Fun zu Hause. Genau, zack. So, dann haben wir mitgenommen zweimal frische weiße Eier aus Freilandhaltung. Beste Wahl. Ohne Kükentüten. Da hinten hupt er. Für 2,99. Achso, der kommt nicht raus, weil der andere Dings ist davor. Was ist denn das für eine kluge Aktion? Ja. Für 2,59. Für 2,49 gab es Brandenburger Eier, also auch 10-mal. Aber Bodenhaltung. Das war halt Bodenhaltung. Und dann habe ich Ossa gefragt, ob er lieber regional möchte aus Brandenburg oder ob er lieber ohne Kükentüten und Freilandhaltung haben möchte. Habe ich 10 Cent mehr, bezahle ich natürlich und für. Da haben wir jetzt ohne Kükentüten Freilandhaltung für 10 Cent gemacht. Also genau. Muss man abwägen, ob man Freilandhaltung oder Bodenhaltung. Regional ist halt auch gut. Ja, die regionalen Bodenhaltungssachen sind auch alle in Ordnung, aber ich sag dann, kaufe ich mir lieber Freilandhaltung für die 10 Cent mehr, ist mir wichtig. Speisestärke habe ich alle gemacht im Daily Vlog mit euch. Da gab es nämlich Champignon-Kartoffel-Eintopf. Hat gut geschmeckt, den haben die auch gegessen. Jetzt kommt das absolute Highlight: Heidelbeersaft aus 100% Heidelbeeren. Von also, Leisto. Das ist auch die Zutatenliste. Das ist einfach 100% Heidelbeeren. Das hat 6,99 gekostet, die Flasche, und ich liebe sie. Sie ist übrigens von Kleisto. Und da wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch mal hin. Ich glaube, weiß nicht, haben die Heidelbeer-Ernte, aber manchmal haben sie auch so Erntezeiten. Jedenfalls, da gebe ich gar nichts von ab, muss ich sagen. Also, trinkt die Mira allein. Das ist so teuer wie diese Flasche Suft vom Ossock. Das ist 6,99. Ja, das ist bestimmt auch wert. Das ist viel zu teuer für dich. Kleine Pochen wie Wir machen ein Video für YouTube. Ach, wir drehen für YouTube ein Video. Wir wollen den Ausgaben wieder reinholen. Ja, sozusagen, genau. Und wir haben Zuschauer, die gucken sich das an, die wollen das wissen. Ja, ja, ich glaube. Ja, ja, super, oder? So, jetzt haben wir auch alles drin, genau. Und jetzt zu guter Letzt eine Stiege Milch für den Fati. So, wir fahren jetzt noch zum Fati rüber und der freut sich bestimmt gleich gut über die Milch. Ich kann sie als alter Mann für Rentner-Einkäufe. Sie kann sie auch nur mit einem. Aber Sie haben nur Toastbrot. Was haben Sie? Toastbrot, Bohnen, Salz, was ist das? Zucker, ja, Kaffeeweißer und Eier. Das sind Aufträge für alte Leute. Also, könnt ihr sehen, hier wird auch ein gekauft. Wunderbar. So, Schatz, wir machen jetzt Schluss, ja? Ja. Das so. Ist alles nicht für uns. Aber du musst mal kurz jetzt sitzen bleiben und ich bringe dir noch was, weil wir haben nämlich was geholt. Das kannst du dir angucken. Warte mal kurz. Nee, ist wirklich ein Ding, was ich suche gestern intensiv, weil ich es nicht gefunden habe, meine Brille. Ja. Und ich suche mein Messer. Nein, nicht mein Messer, sondern wo ist denn das jetzt? Achso,
die Lampe, die da oben drauf liegt. Ach so, deine Taschenlampe. Ja. Ich suche den ganzen Tag und suche überall, wo ich gewesen bin, ob ich das da hingelegt habe. Gestern Abend um 21:30 schaue ich auf den Sessel. Da bin ich ja dann am Tag 5-mal, 10-mal durchs Zimmer gelaufen und habe mich da auch hingesetzt. Plötzlich liegt meine Brille auf der Sitzfläche. Jetzt frage ich dich oder auch dich, wie kommt meine Brille plötzlich auf die Sitzfläche der Sessel? Na, Fadi, das waren die Außerirdischen. Mit Sicherheit. Siehst du wohl. Nee, ich hab hier gesessen und habe zu mir selber gesagt, so ein Scheiß, könnt ihr nur meine Sachen nicht da liegen lassen, wo ich sie hinlege? Fadi, wir haben jetzt gestern die Coldbox bekommen. Wir haben so eine Food-Neuheiten-Box und da ist das drinne gewesen. Siehst du das? Räuchersalat. Räucherforellensalat. Aha. Und weil Anita und ich mögen keinen Fisch, haben wir dir das mitgebracht. Das ist ganz lieb von euch. Ja, damit du auch einen Salat noch hast. Hast du deinen Krabbensalat schon gegessen? Deinen Miami-Salat? Das ist nur ein kleines bisschen da. Dann pack das kann ich damit unterrühren. Dann packe ich das in den Kühlschrank. Ja, Kühlschrank, ja. Ja. Ach. Jetzt hat das... Das geht noch weiter. Das geht nicht nur um meine Brille. Das geht um die Lampe, die da oben drauf liegt. Ich suche wie blöde, auch in der Küche, weil ich habe die, das müsst ihr einstecken, das Dings da. Nee, da. Einfach nur einstecken, bitte. Ich suche die Lampe, um abzulesen, mein Gaszähler. Glaubst du, ich kann die Lampe finden? Ich komme in die Küche heute Nacht um 1. Was liegt plötzlich ganz am Ende vom Tisch, also zum Fenster hin? Da liegt plötzlich meine Lampe. So, nun frage ich dich, was ist hier los im Haus? Fadi, du hast gesagt, hier stimmt doch irgendwas nicht. Du hast gesagt, hier spukt's. Ja, aber nicht nur seit gestern oder seit vorgestern. Das geht schon jahrelang so. Ja, bin ich bekloppt? Nein, Fadi, ich denke, du hast es. Vielleicht hast du das einfach wirklich nicht verlegt und dann hast du es wiedergefunden. Julian, ich kann doch nicht so blöd sein, dass ich das nicht sehe. Ich kann es dir nicht sagen, Fadi. Aber das Wichtigste, Fadi, an der Sache ist... Ich habe die Sachen wieder. Musst du nur Bescheid sagen. Ja, ich bin ja die ganze Zeit hier. Ich habe hier schon das Patex da hingelegt für den Schuh. Da muss ich hier erstmal die Einlage, die jetzt da drin ist, die muss ich ja festkleben. Mhm. Sonst löst sich die wieder. Und rutscht die hin und her nachher. Und deswegen liegt der Schuh, der ist ja neu. Und deswegen liegt er da auf dem Tisch. Ja, Fadi, das ist damit ich das immer vor Augen habe. Maurer, du musst noch was tun. Ja. Ja, am 14. Nächsten Mittwoch ist der Termin, Fadi. Ja, ich weiß. Deswegen. Und bis dahin soll er fertig sein. Ja, genau. Das ist doch supi. Ja, Fadi, können wir noch was für dich machen? Soll ich das Wachs hier wieder mitnehmen? Ach so, da sind Wachsreste. Ist die fertig, die Kerze schon? Ja, die sind alle fertig. Julian, hinter der Tür, wenn du in die Küche reinkommst, da sind kleine Tüten. Und da musst du mal bitte eine raussuchen. Ich bringe dir wieder Frauen mit, ne? Habt ihr alles aus dem Keller mitgenommen? Alle? Ja, dann ist ja schön. Dann ist ja gut. Und meine nackten Weiber, die gefallen mir besonders gut. Das wird heute Abend wieder. Ja, okay. So, mach die Tür zu. Ja, du Hammel. Mann. So. Fati, packe ich alles ein und ich mache dir wieder neue Frauen. Fati will lieber nur die Frauen haben. Fati, du möchtest die Frauen haben zum Anzünden? Jetzt? Nein, hier als Kerze. Ja, natürlich. Ah, sehr gut. Ja, das ist... Die sind ja perfekt, die Dinger. Nee, ich wollte eine, ich mache mir ein kleines
Paket und schickt Matthias eine. Ach so, das ist doch auch lustig. Fadi, das ist doch eine gute Sache. Ja, der kommt wieder auf die Idee, mein Alter, der ist schon wieder nicht ganz dick. Der schickt mir nackte Weiber. So, Fadi, ich nehme mal einen Schluck. So. Mm. Ja, bringen wir wieder mal mit. So, ja, Fadi, dann können wir denn dir sonst noch irgendwas Gutes tun? Nö, im Grunde genommen nicht. Ich will hier noch ins Internet. Ja. Will Anzeigen aufgeben. Ja. Und will mir die Anzeige, die anderen Sachen anschauen, die ihr ins Internet gestellt habt. Das ist doch gut, Fadi. Ja. Du kannst es ja alles angucken, wenn du möchtest. Schickt er dann, ne? Genau. Fadi, Einkaufszettel für nächste Woche Montag. Den schickst du mir dann zu? Ja, da muss ich erstmal überlegen. Ich hab so verschiedene Sachen. Du kannst das auch per WhatsApp machen, Fadi. Mal gucken. Was mache ich eigentlich mit den ganzen alten Quittungen, die ich in den Ordnern gesammelt habe? Kannst du alles die Hälfte wegschmeißen? Na, Fadi, alles, also... Ein Jahr. Nee, alles, was du gekauft hast und wo noch Garantie drauf ist, das muss man 2 Jahre aufbewahren. Na, wenn er was verkaufen will, wäre ja auch gut. Auch genau, wenn du was verkaufen willst, kannst du die Rechnung auch noch dazulegen, damit man weiß, wie das ausgesehen hat. Ja, das ist mal üblich. Ja, ansonsten, Fadi, wenn du die Dinge einfach nur weg. Genau, weg. Gekauft hast und ansonsten die Garantie abgelaufen ist, dann kann es weg. Ich frage euch, weil ihr jetzt gerade da seid und weil ihr vielleicht ein bisschen mehr Ahnung habt. Na, wir machen das ja auch so. Fadi, wir machen das ja auch so. Wir sammeln von den Sachen, die wir gekauft haben, wo Garantie drauf ist, Ein Jahr oder zwei Jahre, die Rechnungen, dann heften wir das ab. Und wenn die Garantie abgelaufen ist, dann kann man das entsorgen, dann brauchen wir das nicht länger. Okay. Nicht, dass ich da einen Fehler begehe. Nee, nein. Nicht, dass sie da nach 4 oder 5 Jahren immer noch einen Nachweis haben wollen. Nee, also ich glaube, das ist ja nur, ich glaube, wenn man eine Versicherung abschließt, Julian, eine Hausratversicherung. Ich frag ja nur. Fadi, wenn man eine Hausratversicherung abschließt, beim Abschluss der Hausratversicherung. Ja, habe ich ja lange. Genau, dann fragen die Leute ja nach, wie was ist. Und wenn irgendwas passieren würde, dann ist es sinnvoll, natürlich da einen Nachweis drüber zu haben. Wenn es nicht wegbrennt. Wenn es nicht abfackelt, sage ich jetzt mal, genau. Und dann ist es gut, aber ansonsten, in der Regel braucht man das. Wir sind wieder zu Hause angekommen und ja, jetzt ist es soweit. Wir müssen den Einkauf noch ausräumen. Ich muss sagen, das hat sich wirklich gelohnt mit dieser Payback-Aktion. Generell gesehen, also falls ihr mal Payback ausprobieren wollt oder so, könnt ihr das in jedem Rewe-Supermarkt oder jedem teilnehmenden Payback-Partnership-Laden machen. Da könnt ihr einfach hingehen und euch so eine Karte holen. Ich wollte euch jetzt nochmal wieder einen Upgrade zu den Pflanzen zeigen, denn die sehen jetzt deutlich größer aus. Ich hoffe, man kann es hier erkennen. Da kommen sie jetzt hier, da kommt was. Auch hier drin kommt was. Ich muss mal kurz auf... Ja, sieht man, glaube ich, ganz gut, dass hier die Pflanzen ganz gut kommen. Man muss halt jetzt abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt mit unseren Tomatenpflanzen. Ich hoffe, dass wir die bis zum, ja, ich sage jetzt mal April, Mai, wenn es draußen wirklich schön warm ist, gut vorgezogen haben, dass die Pflänzchen dann auch schön groß sind. Ja, und bisher hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Der Vati ist auch zufrieden und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Wir kommen gerade bei ihm rein. Hey Vater, wir haben deinen Einkauf gemacht. Dann sagt er, ja, wann geht ihr wieder einkaufen? So ist es dann aber auch. Ich habe dem Vati das aber auch immer ganz häufig gesagt. Ja, Vati, wenn du was brauchst, schreib bitte alles auf, was dir einfällt. Und wenn du was vergisst, dann musst du halt 3-4 Tage warten, bis ich das nächste Mal wieder einkaufen gehe für dich. Ist aber auch zufrieden mit. Er hat jetzt gesagt, dass er sich noch die restlichen Videos am PC angucken möchte. Und ja, und er ist ja damit beschäftigt, seinen Schuh umzubauen. Ihr wisst ja, er hat ja diesen halb amputierten Fuß. Das heißt, hier fehlt der ganze Vorderteil von seinem Fuß. Und da ist es ja so, dass er den Schuh ja damit halt verkürzen muss. Er hat also jetzt unten die Sohle abgeschnitten, klebt, also setzt das Ganze um, klebt das mit Patex Kraftkleber fest und macht vorne eine Emulsionslösung drauf, damit das vorne an der Front, wo sein Schuh ist, wo sein Stumpfen drin ist von seinem Fuß, dass das nicht nass wird. Und ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Er ist zufrieden mit seinem Umbau. Er will das noch fertig machen, weil nächste Woche Mittwoch hat er Termin beim Arzt. Und da muss er wieder unterwegs sein und da muss er dann den Schuh ja auch anhaben. Ja, und dementsprechend hoffe ich, dass das alles klappt.
Trotzdem sind wir jetzt schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne in die Kommentare noch ein Küken, also ein kleines Hühnchen reinmachen, weil wir ja die Freilandeier gekauft haben. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Gerne noch einen Daumen nach oben da lasst. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach gerne wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozog. Ciao.